Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, ich glaube, meine Vorredner haben soeben eigentlich deutlich gemacht, warum es die Einrichtung Lea braucht und welche Funktion sie erfüllen soll. Über Details zu seiner Zeit, zu den Bauplanungen und zu der Frage, ob es wirklich auch eine ideale Lösung war für die Aufnahme von Geflüchteten, wurde ja auch heftig seinerzeit gestritten, aber darum geht es ja heute gar nicht. Dieser Antrag, vorliegende Antrag, ist ganz klar ideologiegeleitet und zeigt noch einmal, wofür die Antragstellerinnen und Steller eigentlich stehen. Sie stehen für eine Politik der Abschottung, für eine Politik der Grenzschließungen, der sozialen Kälte und vor allen Dingen für eine Politik der Verantwortungslosigkeit und Kurzsichtigkeit. Die Zahlen der geflüchteten Menschen, die zu uns kommen, sind zwar gerade rückläufig, ja, aber ob das so bleibt, kann doch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen weltweiten Entwicklung überhaupt nicht seriös eingeschätzt werden. Ich möchte nur daran erinnern, dass sich zurzeit weltweit 65,5 Millionen Menschen auf der Flucht befinden. So sieht die Realität aus. Und für uns Grüne, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es wichtig, für diese Menschen auch eine europäische Lösung zu finden. Und wir möchten, dass Menschen, die zu uns kommen, menschenwürdig aufgenommen werden, ordentlich registriert werden und alle auch ihren Anspruch auf ein rechtmäßiges und faires Asylverfahren geltend machen können. Und anschließend müssen diese Menschen aber auch schnell den Kommunen zugewiesen werden, damit alle weiteren Maßnahmen zur Integration wie die Beschulung von Kindern, Sprachkursen und die Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche ihren Gang nehmen kann. Und vor diesem Hintergrund weisen wir vor allen Dingen die Absicht des vorliegenden Antrags nachdrücklich zurück und lehnen ihn ab.